Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Im letzten Mal haben wir im Giftsumpf ein bisschen verkackt. Und jetzt gehen wir kurz zum Feuerbandschrein zurück. Weil wir ein paar Sachen gefunden haben. Und zwar... Na? Haben wir einmal... Knochensplitter gefunden. Es ist Fleiß also noch effektiver an dem Punkt. Des Weiteren haben wir für dich eine neue Kohle gefunden. Ah, well met. Tis good to see what needs me. Hier. Well, well. What's the Undead Legion doing with a coal such as this? I'd heard one of the Crystal Sages had sided with Farron's Abyss Watchers. I suppose it must be true. Ja, haben wir schon getroffen. You should know. This coal is imbued with magic. First one I've ever seen. Hardly a surprise, is it? I've never been one for books or wise men. Okay. Zweit. Ach, ich brauch ja Seelen. Moment. Das haben wir gleich. So, und zwar. Da. Nehmen wir mal. Wie viel geben die? 200. Ach komm, die nehmen wir kurz alle. So. Dann mal gucken. Der Graswappenschild braucht Funkeltitanit. Ui. Und die Damage Reduction geht damit nicht mal hoch. Klar. Dann wollten wir dich verstärken. Pretty. Wie sieht jetzt das Damage-Verhältnis aus? Ist noch immer noch ein bisschen weniger. Das Geld sogar noch schlechter. Mit Geschicklichkeit, aber besser mit Stärke sogar. Aber nicht wirklich. Also 34 wird zu 31. Hm. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Weil im Gegensatz zu den anderen Waffen können wir das vernünftig aufwerten. Und irgendjemand meinte auch, das sei eine ziemlich gute Waffe. In den Kommentaren. Um seinen Kommentar mal etwas abzuschwecken. Er sagt, das sei die beste Waffe im Spiel. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aha, that returned. So. Ja, Felsbrockenhagel. Ist sogar eine Pyromantie. Für die ich 12 Glaube brauche? Also wann brauche ich... Seit wann brauche ich Glaube... Für eine Pyromantie. Okay, dann krieg ich das vom Seele des verirrten Dämons. Oder die Großaxt. Ich nehme die Pyromantie, glaube ich. Warte, das heißt alle Sachen? Nee, doch nicht. Die sind einfach nur. Okay. Oder. Havels Ring. Wir nehmen den. Treat the Firekeep. Ja, also wir brauchen 5000... Ach komm. Ob wir die jetzt hier nehmen? Wie viel gibt das? 2000. Wieso gehe ich immer auf diese Menüoption? So... Havels Ring, ich komme. Wieso hat der Asylum-Dämon... Ach, egal. Aha, so. Weil, ja, Felsbrockenhagel klingt ganz gut, gebe ich zu. Aber, nee. Havels Ring. Auf jeden Fall. Now, now. Ich bin jemand, der gern fette Rüstungen trägt und da ist der ein bisschen unausweichlich.
Ja. Gib mir einfach mal 8,7 Belastung drauf. Kann ich jetzt auch wieder die besseren Handschuhe tragen? Oder die bessere Hose vielleicht? Ja, da ist die am besten. Und Handschuhe. Ritter sind 3,7. Die sind sogar 3,8. Ich bin immer noch unterm Gewicht. Okay, gerade so. Gut, jetzt wieder also ein voller Ritterkluft. Bis auf das Schwert. Dann, ja, dann mal zurück in den Sumpf. Und wir versuchen uns ein weiteres Mal an diesen Typen vorbeizusneaken. Wir suchen diesmal nochmal eine andere Route. Mal gucken, wie die klappt. So. Komm schon. Richtig, der Dodge-Schlag war zwar schneller, macht aber auch weniger Schaden. Und weil es wurscht ist, nehmen wir dich jetzt trotzdem mit. So. Ist hier tiefer Sumpf. Na, fucking, natürlich. So. Warte mal, eine Brücke? Tiefer Sumpf und Hunde davor. Ich sag nicht, hier war ich auch schon. Natürlich war ich hier schon, wenn ich da oben schon gewesen bin. Das heißt, meine einzige Spur ist jetzt im Endeffekt noch da lang. Kam ich nicht auch von da? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Lauf mal einfach weiter durchs Gift. Wir sind ein Ritter, uns juckt gar nichts. Weg. Oh, noch einer. Komm doch. Okay, also. Du halt auch noch. Wenn immer nur einer auf einmal kommt, habe ich kein Problem mit euch. Die dann nicht Scherbe. Okay, also man kann sie ja nicht mehr kaufen, aber man lootet ganz gut Scherben. So im Laufe des Spiels. Hm. Da war der Skelettritter da hinten. So. Ich sollte dich jetzt nicht triggern, haben wir ja schon gesehen. Wenn es blöd läuft, muss ich gleich niesen, wenn ein Gegner kommt. Oder auch doch nicht. Also mit dem Niesen ich jetzt nicht den Gegner. Okay, um den sind wir schon mal rumgekommen. War ich da oben schon? Kam ich von da? Als wir das erste Mal hier im Sumpf waren? Wir wissen es nicht. Aber Fakt ist, da waren die Typen auf jeden Fall noch nicht da. Wenn wir von hier gekommen sein sollten. So, was ist hier oben? Loot. Gut, hier war ich noch nicht. Oder war blind, kann auch sein. Einmal Knochen. Ich bin euch zum ersten Mal im Sumpf begegnet, glaube ich. Das heißt, es besteht eine ganz gute Chance, dass ich hier wirklich noch nicht war. Aber ich kann mich irren. Das ist ein Springer. Au. Ach komm, als ob! Ich bin gedodged! Willst du mich verarschen? Bullshit. Und nochmal.
So, also, runter. Nee, hier. Wieder die Schnecken killen. Verdichten da. Hockt da einer? Oder ist das einfach nur ein Schatten? Ach nee, das war ein Schatten. Wieso hab ich einen Schatten und die Leiter nicht? Das ist ja... Wieso hab ich einen Schatten und die Leiter nicht? Guck dir das mal an. Das macht keinen Sinn. Okay. Gut, also nochmal mitten durch die Hunde jetzt. Und hoch zu dem Springer. Auch wenn da nichts ist, das ist was Persönliches. Ich darf nur nicht mehrere Hunde gleichzeitig triggern, deswegen gehe ich lieber hier rum, glaube ich. Ja, das wäre, glaube ich, ganz schlau. Einer nach dem anderen, easy. Mehrere könnten ein Problem werden. Will ich nicht rausfinden. Na komm. Weg. Komme ich an denen vorbei, ohne die zu triggern? Nein. Sind nicht mal Hunde. Bewegen sich aber gleich, deswegen sei es hier einerlei. Der glutet sich gerade. Noch eine Scherbe? Ja, sehr schön. Immer her damit. Anderer Anhaltspunkt wäre halt der Skelettritter. Aber da habe ich halt definitiv noch nicht gewesen. Also, direkt auf der Insel. Kann sein, dass ich einfach nur drumherum gelaufen bin. Das weiß ich nicht. Weil der Grund, weswegen ich Waldgebiete hasse. Vor allem, wenn ich keine Karte habe. Viel zu offen, geht überall lang. Und überall bist dann irgendwie doch schon gewesen. Was ist das denn? War ich da schon? Da sind ein paar Schnecken. Ich glaube, da war ich noch nicht, oder? Ich meine, sehen wir ja gleich. Oh, flacher Sumpf. Bin ich von hier gekommen vielleicht, als ich den Sumpf betreten habe? Ja, bin ich. Na gut. Nutzen wir die Zeit und laden nochmal kurz auf. Okay. Heißt aber, am gleichen Atemzug bei dem Springer war ich definitiv noch nicht. Oder halt eben doch schon. Ich blick nicht mehr durch. Warte, aber wenn ich hier lang gegangen. Wo bin ich dann eben lang gegangen, wenn ich jetzt hier rauskomme? Ich bin doch. Ich hab keine Ahnung mehr. Irgendwo in die Richtung, glaube ich. Ich laufe jetzt mal am Rand entlang, da muss ich ja irgendwo rauskommen. So rein logisch betrachtet. Steinparma, okay. So. Du. Und du. So rein hypothetisch. Wenn wir immer am Rand lang gehen, müssen wir theoretisch irgendwann mal irgendwo landen. Das ist Skelettritter. Okay, shit. Heißt im Klartext, ich weiß wieder, wo ich bin. Und das ist eine Sackgasse. Soll ich versuchen, die zu killen? Hab ich da was von? Ich glaube nicht, oder?
Ich kann mich auf jeden Fall nur nicht grabben lassen. Der war vorher nicht so aggressiv. Ich muss früher. Oh, Alter, der. Wieso hat hier alles so ein Tempo drauf? Oh, das ist lecker. Also, wenn wir seine Weapon Art benutzen, sind sie halt berechenbar, weil sie halt dann immer exakt die gleiche Kombi durchziehen müssen. Gut, das hat geklappt. Was nachher von oben runtergefallen? Ich will's nicht wissen, glaube ich. Weg! So. Gebrauchst noch. Ja, toll. Das war's wert. Hm. Andererseits. Jetzt überlege ich gerade, ging's denn die andere Richtung auch weiter? Ich laufe diesen Sumpf jetzt mal ganz am Rand ab. Und wie gesagt, irgendwann müssen wir ja irgendwo rauskommen. Ja gut, bei dem Turm waren wir. Bei dem Pharaon. Aber da war ja nichts. Ich meine, da ging's ja nicht weiter, oder? Ich meine, wir haben auch noch den Kristallweisen. Als theoretische Option. Irgendwann muss ich den angreifen. So, da oben waren wir jetzt schon. Euch konnte ich umgehen. Hier war keine Tür, ne? Das ist nur Loot. Ach ja, waren Hunde, richtig. So. Ich sollte was trinken. So, also, nur Loot, ne? Keine Tür. Genau. Da hinten war noch mehr Loot. Entscheidende Frage ist, wo komme ich hier raus, wenn ich hier weiterlaufe? Ja, noch mehr Hunden offensichtlich. Dich habe ich aber schon mal gesehen. Aber nur aus der Ferne. Die bewacht hier ihren Loot, wie es aussieht. Und natürlich ist hier wieder tiefer Sumpf. Ja, warum das komisch? Und ich hab den. Du bist nicht so breit und kommt hier nicht durch. Wollte ich gerade sagen. Halte sich immer noch am Einbuddeln? Ach ja, meistens ist das ja stärker geworden. Ich sollte nicht so oft heilen. Hey. Da lässt mich auch mal eine Sekunde Pause, in der ich was machen kann? Ja, der ist im Wasser kotzt. Ach komm, was ist das? Fick dich, Grabbe. Ach ja, scheiße, Fat Roll. Oh, sie ist auch langsamer. Aber knapp schneller als ich, natürlich. Seele? Blut! Was ist jetzt passiert? Goldenes Harzbündel, weiß ich, was das ist, egal, nehme ich aber. Oh, hier ist flache. Hier ist wieder flach. Oh, komm schon! Tch.
Trink! Du sollst nicht ausweichen, du sollst trinken! Achso, Blut! Wenn er nicht immer 100 Jahre brauchen würde, bis er rafft, dass er keinen Estus mehr hast. Nur so. Ja, ich glaube, das ist leer. So, in dem Tempo reagiert der. Jetzt bin ich wieder hier. Was kann ich denn, dass hier nichts ist? Hier muss doch irgendwas sein. Also, gehen wir da jetzt wieder hin. Abgesehen von dem ganzen Loot bei der Krabbe, den ich ebenfalls haben will. Nein. Ich meine, die Schnecken verstehe ich ja. Wieso sind die Krabben eigentlich immun gegen das Gift? Mal so rein aus Interesse. Also soll vorkommen, dass die immun gegen Gift sind. Okay, also bei dem Typen kann ich geborstene rote Augäpfel farmen. Sofern ich denn der Ansicht wäre, die zu brauchen. Okay. Heißt aber auch... Wobei, nee, eigentlich nicht. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wenn ich jetzt eine Giftwaffe nehme und die Krabbe dann vergiften kann, dann... Dann mal wieder Spielpliss. Natürlich trigger ich den noch. Weg. So, stirb. Und weiter im Text. Ja, es ist nicht besonders spannend, kennen wir schon alles, aber... Ja, keine Abkürzung oder so. Also, das gibt's wahrscheinlich sogar doch. Streich mal kurz den Teil mit von wegen keine Abkürzung. Gibt's nämlich, glaube ich doch. Das ist das Feuer, was sich hier reflektiert, oder was hat er gerade geleuchtet? Nix, womit ich interagieren könnte, auf jeden Fall. So, wir sind wieder... Wir sehen den doch an, holy shit. So, eins und da ist noch ein anderer, richtig? Ach nee, hier sind wir jetzt. Das ist auch ein Bonfire? Das hatte ich ja komplett vergessen. Ich muss neue Pfeile kaufen. Toll, es ist genauso, was ich nicht machen wollte, was ich nicht erreicht, was nicht passieren sollte. Ich habe alle getriggert. So. Warte, was war das andere? Ist er abgestürzt? Lol. Ach nee, der lag da hinten. Hab doch nicht alle getriggert. So. Runter mit dir. Schwarz, schwerer Edelstein. Ach ja, genau. Dann ist das Bonfire hier aber echt in einer sehr sozialen Position. Das hatte ich komplett vergessen, dass hier noch ein Bonfire war. So, und... Da sind die Typen und da ist die Krabbe. Und diesem ist wieder an der Tür, an die ich nicht reinkomme. Wie geht die auf?
Achso, das sind die Schnecken. Jetzt frage ich mich gerade. Ich habe jetzt diese Schriftrolle, aber die bringt mir ja nichts, oder? Nee. Ach, die muss ich durch irgendeinen Mechanismus öffnen. Sind wir jetzt einmal ringsrum. Das ist was Grünes. Und noch mehr Hunde. Na komm her. So, da ist die Krabbe jetzt wieder. Aber hier kommt die nicht durch, ne? Ne? Am Arsch! Also diese Krabbe habe ich echt zu hassen gelernt. Weil hier ist man ein bisschen offener. Natürlich. Neuer Plan. Kommt die hier hoch? Nein. Ich muss mich vom Angreifen machen. Vielleicht habe ich keinen Sprungangriff auf sie machen. Aber genau, wenn sie so einen Scheiß macht. Hat nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte, aber ich krieg sie klein auf die Art. Komm, Mana kurz aufbrauchen. Das war kein Sprungangriff. Aber ja, so klappt's. Wenn sie sich jetzt nicht gleich wieder einbuddelt. Hey! Ach komm schon! Weg mit dir! Scheißviech! Wappenring lauernder Drache. Der hat Zauberei verstärkt, ne? So, zurück zum Loot. Da lag nämlich noch ganz gut was und das will ich haben. Lass uns einfach nur mal sehen von vorhin. Bin ich echt hier gestorben? Bei dem Hund? Oh, egal. So, also. Da ist noch was. Ich nehme mal zuerst mit. Na komm, geht's ein bisschen schneller. Seele. Junger weißer Zweig. Krone von Dusk? LOL! Das war die aus Ula Seal aus dem ersten DLC. Also, aus Prepare to Die. Cool. Sehr, sehr cool. Wird wahrscheinlich eine Priesterausrüstung sein, aber trotzdem, cool. Also entweder Priester oder Zauberer. In beiden Fällen würde ich jetzt aber sagen, gehen wir einfach zurück zum Feuerbandschrein, kaufen neue Pfeile und dann muss der Kristallweise dran glauben. Hm. Ach ja, und wir leveln auch das Schwert noch mal ein paar Mal auf. Ach komm. Das ist noch drin. Und hier lag auch noch was, oder? Ja. Was lag hier denn Schönes? Neben dem Hund? Nee. Noch eine Scherbe. Nice, give me all the Scherben. Irgendjemand mit müsste ich im Schrein mal genauer umgucken. Also, ja, machen wir das doch gleich mal. Also, machen wir im nächsten Part. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.